Karl May Museum Radebeul, guten Tag. Oh nein, tut mir leid, wir haben heute geschlossen. Ja, ja, Ruhetag. Ja, Wiedersehen. Mal sehen. Da Sam von den Ponys skalpiert wurde, trägt er Perücke. Ja. Sein charakteristisches, wenn ich mich nicht irre, wird ergänzt durch ein schelmisches Sein Gewehr nennt er Liddy. Stimmt auch. Ja, wunderbar. Perfekt. Der alte Sam Hawkens und schlummern? Und das auf Wache? Niemals? Das wäre ja so, als wenn meine gute alte Mary 3 Stunden im Galopp laufen würde, wenn ich mich nicht irre. Da brat mir doch einer einen Storch. Wenn das nicht das Konterfei von meinem geliebten Greenhorn ist, meinem alten Freund Old Shatterhand. Und da ist ja auch die berühmte Silberbüchse von Winnetou und Shatterhands Henry-Stutzen und sein Bärentöter. Hast du eine Ahnung, was hier los ist, meine gute alte Liddy? Ah, ich verstehe. Old Shatterhand will mich auf die Probe stellen und hat sich hier irgendwo versteckt. Ich werde eure Fährte finden. Freut euch nicht zu früh, Greenhorn. Der gute alte Sam ist euch auf der Spur, wenn ich mich nicht irre. Hihihi. Indianer, wenn ich mich nicht irre. Werden doch wohl keine Ponys sein? Werde die Burschen ein klein wenig erschrecken, wenn ich mich nicht irre. Doch, das alte Greenhorn und Nscho-Tschi, die schönste Blume der Apachen. Oder sehe ich schon Gespenster? Ah, werden ins Blockhaus verschwunden sein, wenn ich mich nicht irre. Oh.
wollt den guten alten Sam austricksen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe immer noch meinen scharfen Adlerblick. So leicht lasse ich mich nicht ins Boxhorn jagen. Eine Fata Morgana? Dieses Schlitzohr, dieses Greenhorn. Aber wartet nur ab, Old Shatterhand. Ich krieg euch noch, wenn ich mich nicht irre. Sie saßen doch eben noch da. Das Feuer brennt ja noch. Ah, jetzt hab ich ihn, das alte Greenhorn. Old Shatterhand sitzt in der Falle, wenn ich mich nicht irre. Ich komme. Das ist ein tolles Museum. Da müssen Sie mal mit Ihren Kindern hin, ne? Ach, Sie verstehen mich wohl nicht. Sie sind wohl nicht von hier. Ne? Auf zu Karl May. So geht's sächsisch, wenn ich mich nicht irre.